seid ihr gut drauf? Wundervoll. Wundervoll. Also, in a world where there are countless of podcasts, there is just one. Logbuch Netzpolitik. Einen großen Applaus für Tim und Linus. Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. So dumm bin ich nicht. Logbuch Netzpolitik Nummer 300, was haben wir überhaupt? 10, 11? 11? Keine Ahnung. Ja. Letzte ist auf jeden Fall 311. Live vom Chaos Communication Camp in Mildenberg. Im Ziegeleipark Mildenberg. Genau. Und nicht nur live, sondern auch on stage, nämlich hier im Three-Headed Monkey. Und es sind ganz viele Gäste da. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht zu viel über das Camp zu reden, aber weil Tim ja noch eine weitere Freakshow hier macht am Freitag? Samstagabend hier. Da wird dann mehrere Stunden über das Camp geredet und die Gäste kommen danach. Aber ich will trotzdem mal ganz kurz meine Begeisterung hier für diese Three-Headed Monkey Village aussprechen. Die Älteren von euch erinnern sich an das Computerspiel Monkey Island, was ja hier auch zu, für diejenigen, für die der Podcast zu langweilig ist, hier im Playthrough läuft. Wir kennen das ja alle auswendig. Also bitte, wenn da irgendwie hinten was Falsches passiert, nicht die Lösungen reinrufen. Wir versuchen uns hier zu konzentrieren. Aber das THM ist, finde ich tatsächlich wirklich beeindruckende Aktion von Entropia, CCCB, Cardus und Vollgas Crew mit eigenem Piratenschiff. Und die Mitglieder des Three-Headed Monkey Village rennen auch alle in Piratenkleidung rum und irgendwie freut mich das immer sehr zu sehen, was so der CCCB und die anderen Clubs, Entropia, Cardus, Vollgas Crew hier so einfach mal in ihrer Freizeit aufbauen. Und da dürft ihr gerne einmal für ganz laut applaudieren. Ja, auch noch erwähnenswert ist das Hackerbastel des diesjährigen Camps, so was so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist, weil man es ja gleich vorbestellen konnte, das Cardio-Badge. Wer von euch hat sein Cardio-Badge dabei? Oh, okay. Auflösung, sind schon einige. Genau. Und die leuchten auch schon, okay, ihr habt alle grün, also grün heißt ansprechbar, ne? Ansprechbar. Ja. Also die Herzdaten erlauben sozusagen, dass man sie ansprechen darf. Wenn dich irgendjemand zutextet, dann drückst du auf rot und dann sagst du, hier, Knopf rot. Ne? Das ist gut, das gefällt mir sehr gut. Das ist hervorragend. Auch wieder ein geiles Projekt kommt, wie eigentlich jetzt zumindest in den letzten drei Camps immer, von den Münchnern so. Schneider, Lilafisch, Ole, Seck, die ganze Münchner. Die sind nicht aufzuhalten. Der Münchner CCCB, nein, sorry. Das hast du gesagt. Das ist mir so rausgekommen. Das habe ich nicht gesagt, zumindest nicht laut. Mit EKG und Stresssensor. Wer hat schon eine EKG-Warnung bekommen von seinem Cardio-Badge? Niemand. Dann müssen wir daran arbeiten. Ja. Irgendwie. Ich habe heute einen Anruf bekommen auf meinem Decktelefon und erreichte mich eine Durchsage des POC at VOC. Also es gibt ja das Waffle Operation Center, die arbeiten mit, wie heißt das, waffelfähigen Teig haben die und waffelfähige Teigprodukte, genau. Und die betreiben damit regen kostenfreien Handel mit Waffeln. Und ich war dann auch beim Waffelhändler. Und das POC hat sich da etwas gebaut, weil die gesehen haben, dass irgendwie der Umsatz nicht stark genug war oder das Spendenaufkommen nicht hoch genug. Und dann hat das POC gesagt, wir haben ja eh nichts zu tun, weil unsere Infrastruktur ja einfach läuft. Also vor ein Operation Center. Wir machen mal Waffeln, bis der Teig alle ist.
und haben sich dann, weil es sonst zu langweilig wäre, so einen Buzzer gebaut, der neben dem Waffelding ist. Und jedes Mal, wenn sie den Buzzer drücken, macht die POC-Telefonanlage, wählt sich random zwei Nummern aus und informiert die darüber, dass sie sich jetzt Waffeln abholen können. Und daneben steht ein großer Bildschirm, wo sie irgendwie auf dem Graph laufen haben, ihre WPM, die Waffe per Minute. Und da arbeiten sie natürlich auch am besten, bester Quality of Service, die sie irgendwie erreichen können. Ja, POC sowieso immer eisenhart dabei. Morgen gibt es auch wieder ein Musikvideo-Release vom POC. Das Musikvideo muss nur noch gedreht werden. Bei allen anderen würde man sagen, seid ihr euch sicher, dass ihr das morgen released? Beim POC fragt man, schafft er das vor 6? Was ich auch sehr geil finde hier, was mir so aufgefallen ist, das LOC, Logistics Operations Center, die hier die ganze Logistik irgendwie machen, alles, was hier hin und her gefahren werden muss, die Einlagerungen und das irgendwie seit Anfang des Monats und immer mit irgendwie cooler Laune, außer ihr rennt irgendwie in diesen Lagerbereich rein, wenn das Radladerballett gerade im Gange ist, dann werden die auch mal grantig. Aber das ist auch wirklich einfach eine krasse Arbeit, höchste Quality of Service mit höchster 5 von 5 Punkten gute Laune. Das ist auch echt ein Traum, dem Team zuzuschauen, finde ich, muss ich echt sagen. Das ist auf jeden Fall Applaus wert. LOC ist auch dieses Jahr in einer bemerkenswerten Doppelbelastung durch den Kongress. Also nicht nur das LOC, aber vor allem das LOC. Also ja, das sind, glaube ich, mit die am stärksten zu leiden haben unter zwei Groß-Events im Jahr. Also alle haben zu leiden, LOC auch. Leidet doppelt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was vom ROC erzählen, dem Radio Operations Center, weil ich bei denen hinten in der Werkstatt war. Aber ich weiß nicht, ob ich erzählen darf, was sie da alles haben. Deswegen überspringen wir das kurz. Das ist auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen. Sehr spannend, was da noch so für andere Probleme gelöst werden. Und ansonsten gibt es ja hier sowieso eine ganze Reihe undankbarer Aufgaben für Idealisten. Sowas wie unvollständige Aufzählungen, Einlass, Bändchenkontrolle, Merch verkaufen. Ja, irgendwie, was verkaufen wir? Irgendwie um die 5000 Textile gehen in den Verkauf. Village Orga. Ja, wer von euch hat nicht die Village Orga angeschrien und gesagt, ich will aber mehr Platz? Ja, das mussten alles, waren ein paar Leute, die sich das alles anhören mussten. Camper Orga, ganz undankbare Aufgabe. Ganz undankbare Aufgabe. Kommen dann so Leute mit dem Bus, wo hinten noch ein Anhänger dran ist und meinen, das wäre eingespannt und wollen dann da parken, während andere sich ärgern, dass sie für ihren kleinen VW-Bus, also auch echt undankbar. Und was wir ja dann immer so hören, sind eigentlich so diese Sätze, warum habt ihr eigentlich nicht? Und nächstes Mal müsst ihr mal und übrigens. Das sind die Sätze, die C3 Post muss ich auch noch lobend erwähnen, stell ich gerade fest. Ah. Wow. Mit Stempel. Was bei der Chaos Post übrigens vielleicht wenige von euch wissen, die Zustellung ist nicht, oh, du hast einen Anruf vom C3 VOG Featuring. Ich glaube, du musst jetzt eine Waffel abholen. Das war jetzt bestimmt random. Soll ich das mal aufmachen hier? Ach, das ist schick. Totschick. Ich gehe mal in Deckung, das ist bestimmt wieder eine Torte. Nee. Kannst du noch irgendwas unterhalten sagen? Ja, ich erzähle noch, beim C3, bei der Chaos Post könnt ihr nicht nur an Personen, sondern auch an Personen bei Events zustellen. Ich habe mich... Netzbuch-Log-Politik auf. Genau, sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Netzbuch-Log-Politik. Und hier ist noch was für die Influencer. Für die Influencer. Ja, wir sind Influencer. Bestimmt ein Grippemittel. Bestimmt irgendwas. Das ist eine Falle. Es ist puschelig. Wenn es puschelig ist, das ist bestimmt peinlich. Ich versuche nochmal kurz zu erzählen. Ihr könnt mit der Chaos-Post an Leute bei Events, ihr könnt also Post in die Zukunft senden. Vergangenheit arbeiten sie noch dran, aber Zukunft geht schon. Was ist das? Oh, Linus, ey. Ja. Nein, ja. Pack das bitte wieder ein.
Also ich meine, man kann das schon nochmal erwähnen irgendwie. Also Nippelklemmenkunst, das öffnet ja jetzt dann nochmal ganz andere Türen. Du hattest da in irgendeiner Sendung mal nachgefragt, glaube ich. Ist das wahr? Ja. Ich sollte solche Sachen nicht tun. Wir sollen ankündigen, haben wir aber schon angekündigt. Die Privacy Week haben wir schon angekündigt. 21. bis 27.10. in Wien 2019. Privacy Week im Volkskundemuseum. So kann man sich, also mit ein paar Nippelklemmen kann man sich jederzeit Werbung bei Logbuch Netzpolitik schaffen. Das macht jetzt bestimmt Schule. Nach uns ist übrigens Markus Beckedahl dran mit 15 Jahre Logbuch Netzpolitik. Nee, 15 Jahre Netzpolitik.org. Oh, ich hatte hier diesen Aufkleber. Es passiert übrigens tatsächlich sehr regelmäßig, dass Leute dort hinschreiben, wenn sie Tim und mich erreichen wollen, aber auch umgekehrt. Meistens so mit, warum habt ihr eigentlich nicht nächstes Mal Mr. Aber und übrigens Mails. Aber das ist übrigens, ich meine, das sagt man ja immer so leicht, aber ich finde ja, wenn Leute vom nächsten Mal reden, ist das eigentlich schon ein dickes Lob. Weil das bedeutet ja sozusagen, dass man also überhaupt nicht anzweifelt. Dass sie trotzdem nochmal kommen. Dass man das auch weiterhin tun sollte. Also ich gehöre ja auch immer so ein bisschen zur Zukunftsabteilung und denke mir immer schon, was man nächstes Mal machen sollte. Da bin ich ein bisschen mitschuld. Aber es ist immer nett gemeint. Und da fällt mir nur ein, das haben wir wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt, aber früher, ich habe bei Netzpolitik.org auch mal gearbeitet, von 2010 bis 2011 ungefähr. Und dann war 2011 das Camp und da hatte Tim die Idee für Logbuch Netzpolitik. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir das jetzt hier beim Camp machen. Wer hätte das gedacht? Stimmt, das ist dann genau 8 Jahre her dann sozusagen. Ziemlich genau, ja. Kennen wir alle 4 Jahre. Happy Birthday. Nee, die erste Sendung war etwas später. Die war. Naja, aber die, das war, uns hat lange gedauert, bis wir dieses Gespräch auch mal wirklich führen konnten auf dieser Veranstaltung, weil immer irgendein Verstrahlter dazwischen kam. Sagen wir so, rennst auf dem Camp rum und so, oh, ich muss, Tim Pritlaff muss noch mit mir reden. Nicht hingekriegt, aber nachher gemacht. Ja, das waren die Einleitungen, glaube ich, ne? Und damit wären wir beim ersten Thema. Oder? Ja. Oder willst du auch noch was sagen? Nö, aber man wird ja wohl noch mal was sagen dürfen. Das wird Maaßen ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Unsere ersten beiden Sendungsgäste sind Johannes Filter und Markus Reuter. Da ist er. Kommt her. Markus nimmt den großen Platz. Johannes, du musst hier auf das Kuscheleckchen mit mir. Ganz intim hier alles. Wir sind ganz unter uns. So, funktioniert? Hallo. Sagt man was? Hallo. 1, 2, 3. Super. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe festgestellt, du warst gerade schon auf der Bühne, ne? Du hast quasi jetzt. Warst du nicht zum Transparenzgesetz auch auf der Bühne gerade? Nee, das war der Herr Semsrott. Ich habe dich da auch gesehen, habe ich gedacht. Unterschriften gesammelt. Ah, okay. Ja, genau. Das wollten wir noch sagen. Ne? Transparenzgesetz für Berlin. Wichtig. Wollen wir gerne haben. Ihr könnt dafür unterschreiben. Müsst ihr auch. Am besten immer direkt zu 5, damit der Zettel wegkommt, weil ihr müsst da eure komplette Adresse draufschreiben. Wer will schon seine Adresse hier auslegen? Aber genau, das ist aber nicht Thema. Das Thema ist die Datenanalyse, die du gemacht hast. Ja. Wir haben uns überlegt, wir reden erstmal nur über die Methodik und dann über die Ergebnisse. Okay. Was hast du getan? Also der Startpunkt war Hans-Georg Maaßen und seine Aktivitäten auf Twitter. Und da habe ich angefangen, mir anzuschauen, okay, er haut so Tweets raus. Dann habe ich mir angesehen, okay, er hat 21.000 Follower. Und dann gesehen, okay, welche Leute von diesen 21.000 Followern retweeten ihn? Und wenn die Hans-Georg Maaßen retweeten, was retweeten die sonst noch so? Das war so der Startpunkt der Analyse. Und die Daten hast du wie bekommen? Über die Twitter-API. Und das kriegt man? Also muss ja, das API kriegt Limits man. Sind da kein. Das sind kein Problem. Okay, und dann hast du wie viele Retweeten-Maßen überhaupt? Also seine Tweets kriegen ja streckenweise sehr viele Retweets, oder? Genau, also sind 4.000 Accounts retweeten ihn. Und, also ungefähr. Und dann habt ihr hast du geschaut, okay, wen retweeten die noch so? Genau. Und was war das Ergebnis? Ja, auf Platz 1 war Tichys Einblick. Was ist das? Ein Internetblog aus dem rechten Spektrum oder bürgerlich.
Bürgerlich-Rechts. Ja, da kommt gleich. Außerdem, das wird man ja wohl noch sagen, Spektrum der Gesellschaft, sagen dürfen, ja. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Wie nennen die sich selber? Ich glaube, bürgerlich-konservativ. Nee, rechtskonservativ, oder? Oder rechtsliberal oder konservativ-liberal oder wie auch immer diese Schattierungen von Braun genannt werden. Also so hellbraun. Ja, das ist ja, das ist die große Frage. Ja. Die selber sagen ja, sie sind Mitte immer. Also egal, wie braun sie sind. Ja, ist ja in der Mitte so. Liberal-konservativ nennen wir es. Ah, liberal-konservativ. Das liberal-konservative Meinungsmagazin. Manche nennen es auch rechtspopulistisch, aber... Wo, das sagen nur die anderen. Aber was zweifelhafte Mission von Open Arms und das Doppelspiel Spaniens. War es das jetzt schon mit der Methodik oder bist du noch ein bisschen tiefer? Genau, das war so der Startpunkt. Okay, jetzt gucken wir uns die Anteile an. Also welche haben einen hohen Prozentanteil von anderen Accounts, die retweetet werden von Maaßen. Mhm. Und dann war die Idee, okay, dann mache ich noch eine Visualisierung von Twitter. Da gibt es ja auch sehr viele schon und es gibt sehr viele Netzwerkvisualisierungen. Und ich habe halt eine andere Form der Visualisierung gewählt. Startpunkt von dieser Visualisierung waren aber auch Retweets. Und dann kann man halt sehen, auf dieser Karte, auf dieser 2D-Ebene von Accounts, die ein ähnliches Retweet-Verhalten von ihren Followern praktisch haben, von den Maßen. Mhm. Okay, da müsste man sich vielleicht jetzt die Visualisierung vorstellen. Ja, ich habe sie gesehen. Das muss man sich immer vorstellen. Ja. Ich kann mir das auch vorstellen. Die auch alle. Okay, alles klar. Und es kam also Post. Noch mehr Post. Man kommt ja zum Lix hier. Post aus dem Hafen. Oh, das ist glaube ich, private Post. Tichys Einblick, was war, also du hast festgestellt, dass sie auch einen Tichys Einblick retweeten. Was retweeten die noch so? Also wir haben uns auf diese Top 25 erstmal konzentriert. Da gab es so drei große Cluster, also das war Tichys Einblick. Dann AfD, also AfD-Politikerin und auch AfD-nahe Personen, zum Beispiel Erika Steinbach. Und dann gab es noch, sie wurden bezeichnet als offen rassistische Influencer oder auch wahlweise als Rechtsradikale, die halt eindeutig nicht mehr in diesem liberal-bürgerlichen Spektrum zu finden sind. Mhm. Und das sind so die großen drei Gruppen. Und dann gab es natürlich noch Leute, die irgendwie außerhalb dieser Gruppen waren, die so eine Scharnierfunktion übernehmen. Die irgendwie nicht Fleisch, nicht Fisch, sagt man so. Also die irgendwo so eine, auch sehr oft, also so, ich würde sie als weiderliche, alte, rechtsabgewogene Männer bezeichnen. Scheiße, das ist justiziabel. Das Wort habe ich oft gehört in letzter Zeit natürlich. Aber die übernehmen so eine Scharnierfunktion und schieben eigentlich den Diskurs nach rechts. Kann man aber nicht als rechtsradikal bezeichnen. Interessieren sich nur für die gleichen Themen und... Genau, und twittern so Sachen, die eben bei Rechten gut ankommen, obwohl sie selber eigentlich gar nicht recht sind. Das ist so ihre Lesart. Kann ich ja nichts dafür, was passiert mit meinen Inhalten, die ich mache. Also das ist ja auch ein... Naja, klassisches. Was kann ich dafür, dass meine Leser alle Nazis sind? Genau, ja. Kann ich ja nichts dafür. Keine Ahnung, warum die sich da für deine Äußerungen interessieren, ja. Also habt ihr dieses Ergebnis war dann ist gemündet in einem Artikel auf netzpolitik.org. Der Titel war, glaube ich, irgendwie die Follower Maaßens retweeten lieber die AfD als die CDU oder so. Ne? Ja, der Titel war die Anhänger retweeten oft Rechtsradikale, aber fast nie die CDU. Das war nämlich auch so ein Finding, war, dass der erste CDUler, der in dieser Retweet-Liste auftauchte, ist auf Platz 82 und sonst war keiner unter den Top 100. Und selbst dieser Platz 82 war halt von der Werteunion einer. Das heißt, Maaßen hat halt irgendwie gekriegt, also das ist, man hätte ja erwartet, okay, der Mann ist CDU, vielleicht kommen dann auch ein paar CDUler rein, aber das war eben gar nicht so. Ich erinnere mich noch, als der endlich zurückgetreten wurde, dass ich mir Sorgen darüber machte, dass er jetzt halt irgendwie so ein Posterboy der offenen Rechten wird, die dann irgendwie ihre Verschwörungstheorien weiter ausgießen können. Und das scheint sich ja jetzt auch hier zu bewahrheiten an diesen... Also ich meine, die Interpretation dieser Daten kann eigentlich nur sein, dass die Anhängerschaft eben doch sehr rechtslastig retweetet.
Ich liebe wir das, haben diese wie vorsichtig ihr euch ausdrückt. Naja, wir haben irgendwie 8 oder 9 Klageandrohungen bekommen, die alle natürlich nicht gekommen sind. Aber das ist, wir haben die Sachen auch mal über eigene Accounts laufen lassen und das sieht dann halt nicht so rechtsradikal aus. Genau. Ja. Und also überraschend ist überraschend das, Tim? Was? Also nicht. Welcher Teil? Das Maßen von rechtsradikalen... nee, überhaupt nicht. Und also linksliberal-konservativen, asylkritischen Freibürgern, Freidenkern oder sowas? Nee, ne? Dass mich das überrascht, dass die das tun. Das war deine Frage. Nein, ja, das überrascht mich. Die Ergebnisse. Also ich nö, überhaupt nicht überrascht mich das. Ich meine, das war ja total absehbar, als der dann gegangen... Ich meine, es war ja schon... Ich fand schon einfach bezeichnend, wie zäh er eigentlich aus diesem System rausgetropft ist. Wie viel da irgendwie noch an seinem Bein gehangen hat, um das irgendwie zu verhindern, obwohl es eigentlich von Anfang an schon überhaupt nicht mehr haltbar war. Und das hat er irgendwie auch schon gezeigt, dass da irgendwie er so eine Rolle hat und es viele Leute gibt, die nicht wollen, dass er diese Rolle verliert, weil da viel dranhängt. So. Und als es dann doch passiert ist, war es ja klar, dass das dann eben dahingehend auch ausgeschlachtet werden wird, so Märtyrer-Approach. Und ist ja jetzt nichts, er sagt ja jetzt auch nicht so sehr viel anderes, als er vorher gesagt hat. Also er packt es vielleicht in andere Worthülsen, aber so im Kern hat sich ja an seiner Politik nichts geändert. Würde ich, ja, ich meine, da ist eine Kontinuität, aber ich glaube, das ist schon so, ich meine, der twittert YouWatch, das ist so ein rechtes Verschwörungsportal, würde ich es mal nennen. Und also die Inhalte, die er verbreitet, ne? ist noch mal ein bisschen stärker geworden, auch wenn Maaßen schon in seiner Doktorarbeit irgendwie eben das große Asylproblem an die Wand gemalt hat und so. Also da gibt es eine Kontinuität, aber ich glaube, dass er jetzt natürlich noch mal deutlich anzieht. So. Und was ist jetzt passiert nach der Veröffentlichung? Also eine No-News, irgendwie Spinner, die Verschwörungstheoretiker retweeten Georg Maaßen. Big News. Und dann, was passiert? Na, als erstes, was passiert ist, ist, dass ein paar CDUler diesen Artikel retweetet haben. Das fand ich interessant. Da die so, oh, guck mal, der ist ja bei uns, aber der macht ja nichts für uns. Also es war so ein bisschen so eine Reaktion aus dem liberalen CDU-Spektrum. Und dann hat es ein bisschen gedauert und dann ging halt ein 4 Tage Shitstorm los. Und man muss sagen, der war unangenehm, die können das. Es sind aber gar nicht so viele Accounts, die das gemacht haben. Aber das ging dann halt schon, ja, das geht dann schon ab. So. Also... Was passiert dann so? Naja, dann hast du die ganze Zeit, ihr könnt doch nicht kategorisieren, ihr linksextremistischen Terroristen. Also, das ist ja eine Art Hominem-Angriffe ohne Ende und eben dann Wortspiele mit, ha, der Filter, bei der Name ist ja schon klar, dass das alles manipuliert ist, wenn man den Code veröffentlicht. Ja, wurde extra so genannt und so, da finde ich nichts anderes. Also das ganze Spektrum an rechtem Shitstorm hat uns dann getroffen. Dann wurde in deiner beruflichen Vergangenheit gewühlt. Ja, da gibt es ja dann auch immer so Rechercheasse. Rechercheasse. Ja, genau. Da gibt's ja. Google-Ergebnis 5 finden und dann groß präsentieren als die große Asse. Wirklich ganz, ganz großartige Eremiten, die irgendwo in Süddeutschland wohnen und dann sehr genau recherchieren können. Das machen die gerne. Dafür sind die auch bekannt, dass sie das eigentlich lieber mit Frauen machen, jungen Frauen, aber das ist ein anderes Thema. Die dann so ganz krasse Sachen herausfinden, wie zum Beispiel, wo du gearbeitet hast, bevor du bei Netzpolitik.org warst. Ja, genau. Asse. Und damit drohen die drohen dann mit so Enthüllungen. Ne? Gut zu wissen, das kommt in irgendwie ins Archiv und wird dann irgendwann als Kompromat rausgeholt. Steht halt eh öffentlich da. Also das ist jetzt auch nichts, wofür du dich schämen müsstest, wo du gearbeitet hast. Aber wir sagen es nicht. Das können wir gucken, ob wir es rausfinden. Mal gucken, ob ihr auch Google bis 5 lesen könnt. Und dann... Naja, in so einem Fall, wenn du natürlich dann irgendwie einen Haufen Androhungen bekommst, dann haben alle dann auf Twitter, ja, Klage, Strafanzeige und dann geht man zu einem Medienrechtsanwalt, zu einem guten und dann hat er gesagt, ja, ey, mach mal keine Sorgen, ich zieh mir jetzt den Stahlhelm auf
Und ja, dann prüft man den Text nochmal durch, guckt, hat man irgendwie Scheiße gebaut. Ich meine, wichtig ist ja bei so Dingern immer, dass man keine falschen Tatsachenbehauptungen macht. Die sind abmahnfähig und dann gibt man eine Unterlassung. Und man will natürlich keine Unterlassung von irgendwelchen Leuten bekommen, weil das ist irgendwie, fühlt sich A nicht gut an, kostet Geld und dann haben sie gewonnen und können natürlich sagen, ah, wir sind, haben ja doch recht und so und diese bösen Linksextremisten oder was auch immer sie, als was sie uns bezeichnen. Genau, bislang ist nichts gekommen. Ich glaube, ich vermute auch, da kommt nichts mehr und außerdem stehen wir ganz gut da, weil der Artikel eben keine falschen Tatsachenbehauptungen enthielt. Ja, das ist ja vor allem auch alles direkt nachvollziehbar. Also jetzt sozusagen. Ja, ich glaube, das große Problem ist, dass Rechte ungern als Rechte bezeichnet werden und das ist halt eine Strategie der neuen Rechten, während irgendwie die Nazis früher gesagt haben, wir sind Nationalsozialisten, sagen halt heute die Rechten, wir sind die bürgerliche Mitte oder liberal-konservativ oder was auch immer, weil sie dadurch den Diskurs verschieben können und sagen, dieses ganze linke Deutschland und wir sind die Einzigen in der Mitte, die CDU hat schon immer unsere Positionen gehabt und das müssen wir halt, glaube ich, auch irgendwie, also da muss man eben auch ran, wenn man eine freie und offene Gesellschaft verteidigen will, muss man eben genau zeigen, dass die nicht in der Mitte stehen. Ne? Also wolltest du das noch sagen? Also, geht denn das jetzt noch weiter? Also ist das Ding jetzt schon irgendwie abgeschlossen und wir reden jetzt hier über kalten Kaffee oder? Ich glaube, also ich meine, dass man sich rechte Strukturen anschaut. Ich habe das ja öfter auf Netzpolitik.org schon gemacht. Die AfD untersucht. Bei denen haben wir lauter so inoffizielle Unterstützer-Accounts gefunden. Dann auch den Typen in Münster, der das Ganze gemanagt hat. Und Leute, die uns gesagt haben in der Recherche, ja, ich wurde bezahlt, um zu retweeten. Also die machen so eine Scheinriesennummern. Ich finde schon, dass man sich das anschauen muss, eben was, wie die rechten Strategien sind. Und mit offenen Daten das eben auch zu machen. Die Sache, wie die weitergeht, weiß nicht. Ich finde schon, dass man da dranbleiben kann. Und ich finde natürlich auch diese Scharnier-Leute interessant. Ne? Also die haben natürlich den meisten Wirbel gemacht. Von denen gab es auch welche, die würde ich nicht als rechtsradikal bezeichnen. Das haben wir in der Klarstellung auch nochmal gesagt. So, das sind nicht alles Rechtsradikale. Aber die sind extrem wichtig, weil sie den Diskurs verschieben. Und die sind extrem laut und die sind eben vernetzt und verwurzelt rein in die Welt, in verschiedene, in eben konservative Medienreihen. Und das macht sie halt auch so gefährlich für den politischen Diskurs. Ich finde, die meisten, die sich als am meisten beschweren, dass sie da aufgeführt werden, könnte man ja mal dieselbe Analyse draufwerfen. Ja, also im Shitstorm zu stehen macht halt nicht so viel Spaß, aber andererseits sollte man sich davon nicht abschrecken lassen, weil das ist ja genau die Strategie davon. Und vielleicht sollte man mal den Shitstorm untersuchen, wie, also, wie der so funktioniert. Aber ich meine so jetzt von so 1 bis 10, wie shitstormig war der Storm? So also für euch? Für Verhältnisse bei Netzpolitik.org war der schon ordentlich, also ist jetzt nicht so alltäglich, dass wir so angegangen werden. Ja, mach mal eine Nummer dran. 1 bis 10. 5 ist so der Durchschnitts-Shitstorm. Ja, ich glaube, er war ja contained in dieser rechten Blase. So. Der hat es ja nicht rausgeschafft, so richtig aus Twitter. Deswegen würde ich ihn nicht so hoch, aber er war jetzt persönlich schon anstrengend. Aber die haben ja schon auch einige Artikel geschrieben. Also ich habe dann so irgendwelche Seiten, die ich nicht kenne, haben sich dann überlegt, dann nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit draufgießen zu müssen, dass sie da jetzt irgendwie analysiert wurden. Also ich glaube, was sie am meisten gestört hat, ist, dass die FAZ quasi den Artikel übernommen hat und darüber auch geschrieben hat. Und dann haben sie sich auf die FAZ gestürzt, weil das ist natürlich für so, wenn du den Diskurs nach rechts verschieben willst und ein konservatives Medium irgendwie haut da auch drauf, das fanden die ganz schlimm, weil da aus eigenen Reihen quasi, oder was sie als eigene Reihen sehen, angegriffen werden, haben sie die FAZ, oh, FAZ ist wie die Taz und so natürlich. Linkes Schmierblatt. Den Tweet rahmen die sich bei der Taz aber ein. Ich habe noch einen Artikel gefunden, Johannes, da wurde irgendwie so eine Methodenkritik versucht, der ich auch nicht so ganz folgen konnte, wo also gesagt wurde, deine Analyse wäre irgendwie, also die... Also ich hab ja den Code veröffentlicht, schon gleich beim ersten Artikel, um dann auch zu zeigen, okay, ihr könnt es einfach genauso ausführen. Es hat tatsächlich auch ein AfD-Wähler gemacht,
auf einen CDU-Politiker. Auf Ruprecht Polenz, genau. Ja, das sieht auch sehr schön aus, ein ganz normales bürgerliches Spektrum, was man da so sieht. Genau, aber also es wurde alles kritisiert, was man kritisieren kann an der Analyse. Und ich habe diesen Blogpost auch gelesen, aber es ist halt Fake News. Keine Ahnung, ich kann da gerne auch eine Stellungnahme noch zu machen. Aber also, jetzt also die Frage ist einfach, also du hast gesagt, alles wurde kritisiert, was man kritisieren kann. Heißt das, diese Kritik war valide? Weil ich habe, was ich da streckenweise gelesen habe, schien mir nicht deine Aussage zu sein. Nee, also das ist nicht valide. Also natürlich, ich habe auch 3 E-Mails bekommen mit sehr gutem Feedback, so, wo man auch sagt, okay, man kann Sachen auch anders machen, aber bis jetzt wurde jetzt noch nicht gezeigt, dass da jetzt irgendein Fehler drin steckt. Weil das ja auch keine No-News ist. Also das ist ja auch überhaupt nicht überraschend. Das ist halt die Realität. Also natürlich muss man vorsichtig sein, so eine Infografik, das ist jetzt nicht die richtige Realität und versucht das natürlich runterzubrechen, aber ich würde schon sagen, dass es der Wahrheit so gut wie geht, also schon nahe kommt. So sehe ich das. Und ich meine, viel Streit war, glaube ich, gar nicht, also die Methodik haben sie zwar alles angegangen und konnten da aber nichts irgendwie dran rumkritteln und eher die Interpretation, weil ihr habt ja gesagt, das ist dann die und die Blase und ihr nennt das so und so und das ist halt dieses Ding. Ich bin es auch aber ein bisschen leid, so dieses 50 Farbabstufungen von Braun immer zu machen, das, was da eingefordert wird. Also ich finde es, man kann auch Sachen benennen, wie sie sind. Ich meine, jetzt so im Datensalat noch ein bisschen rumzustochern, ist ja sicherlich ein Sport, der nicht aussterben wird. Was würdet ihr denn so anderen Leuten, die ähnliche Projekte ins Auge fassen, so raten? Also von der Herangehensweise vom Start weg vielleicht und auch so innerhalb eines solchen Prozesses. Also wenn man jetzt quasi mal die Nadel in einem anderen Heuhaufen versucht zu finden, beziehungsweise hier ist ja eigentlich mehr der Heuhaufen, den man gefunden hat. Gibt es da so Tipps? Ja, also ich würde schon sagen, man sollte den Artikel so schreiben, dass man ihn sehr schwer falsch verstehen kann. Weil, da, also das ist schon auch wichtig, dass wenn Leute halt nur die Überschrift und da eine Grafik lesen, dass die Leute halt nicht komplett ausflippen. Weil wenn man den Artikel komplett liest, dann ist der voll korrekt, aber das ist halt schon eine Überspitzung, auch die Überschrift zum Beispiel. Ja gut, aber ich meine jetzt so, was auch die Methodik betrifft, also... Ja, was man hätte gesagt, Code veröffentlichen ist sicherlich schon mal ein guter Rat. Klar, also man hätte, also jetzt im Nachhinein, wir waren ja beide überrascht von der ganzen Resonanz, weil es ja für uns auch keine News war. Also es war, wir hätten nie gedacht, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Ich hätte den Artikel doppelt so lang gemacht und dann noch mehr erklärt. Also das würde ich jetzt im Nachhinein machen, aber kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen. Ja, Linus. Ich glaube, wir können uns bedanken bei Johannes und bei Markus. Vielen Dank für die Ausführung. Und wir haben nämlich noch mehr Gäste für euch. Und wo seid ihr? Viktor und Sophia. Ihr könnt jetzt mal hinten gerade noch zu uns kommen. Da kommen sie schon. Ihr müsst euch vorher überlegen, wer wo sitzen möchte. Und da sind sie auch schon. Hallo. Super. Einfach Headset auf und schon los geht's. Genau. Und jetzt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns erst heute so richtig kennengelernt, aber für euch ist das ja nicht neu. Ne? Ich weiß nicht, wie warst du schon öfter, also wie oft warst du schon auf einem Camp oder Kongress oder ähnlichen auf den Veranstaltungen? Letzten 2 Kongressen, aber das ist mein erstes Camp, genau. Okay. Wir sind eine Gruppe und wir sind hier alle zusammen auch hingekommen. Deshalb, also genau, ich bin hier, seit ich in der digitalen Freiheit bin. Genau. Die hat Viktor nämlich gegründet und genau. Genau, da hast du es mir schon vorweggenommen. Ihr seid 2 von wie vielen Leuten? Das wechselt. Größenordnung. Das ist ja immer so bei so Gruppierungen, dass das irgendwie so nach außen. Es gibt Menschen, die machen ab und zu was. Es gibt Menschen, die sind sehr oft da. Bloß nicht zu genau sein. Das ist ja. Also ich würde sagen 15. Ja, so okay. Plus erweitertes Umfeld. Erweiterter ja. Freundeskreis. Okay, ja, aber es ist schon mehr als jetzt eine WG. Ja. Okay. Größer als eine WG. Und das nennt sich digitale Freiheit. Und seit wann gibt es das? Och, ich würde mal sagen. 2017, Sommer 2017 sind das 2 Jahre. Ja, 2 Jahre. Und warum?
Und warum gibt es das? Ja, warum gibt es die digitale Freiheit? Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Und zwar, es gibt ja auch verschiedene andere, ich sag mal, netzpolitisch agierende Organisationen in Berlin. Und, Es gibt doch schon alles. Fast abgedeckt. Bis auf unsere kleine Nische, wie wir finden. Und zwar tatsächlich sind einige der Leute, die dann am Anfang bei uns dazugekommen sind, haben die gleiche Geschichte durchgemacht, von dass sie irgendwie auf der Suche waren nach irgendeiner, ich sag mal, Gruppierung, irgendeiner Organisation, die, ich sag mal, da irgendwie sich engagiert, da irgendwie arbeitet und Überwachung doof findet. Also versucht zu erklären, dass irgendwie Privatsphäre gut ist und Überwachung nicht so. Und das hatte ich einmal durch, dass ich irgendwie quasi versucht habe, Organisationen zu finden in Berlin, die das tun, wo man einfach so als Externer, wenn man niemanden kennt, einfach dazukommen kann. Und das ist mir nicht richtig gelungen. Also irgendwie, ich bin bei vielen mal irgendwie dazugekommen, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Auch jetzt sagen wir einfach Menschen in meiner Altersgruppe so. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann so ein paar Leute an der TU gefunden gehabt und die hatten jeweils auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass denen irgendwie auch so dieses, ich sag mal irgendwie junge Menschen, die da irgendwie was machen wollen, hatten die nicht gefunden und dann dachten wir so, hey cool, da haben wir jetzt ein paar Leute, dann gründen wir da was. Oder quasi, gründen klingt so formal, ne? Irgendwie setzen wir uns zusammen. Ging es dir denn auch so? Ich habe angefangen zu studieren und dachte mir, okay, jetzt studiere ich und will mich auch irgendwie politisch engagieren. Und ich hatte relativ vage so die Ahnung, ja, ich glaube, so Privatsphäre, damit möchte ich mich mehr auseinandersetzen. Und dann habe ich diese sympathischen jungen Menschen gesehen in dieser Gruppe, wo man nicht so wahnsinnig viel technisches Know-how gleich mitbringen musste, sondern wo man einfach sich zusammengesetzt hat und keine Ahnung, wir haben Leute dabei, die studieren Soziologie und Philosophie und Grafikdesign oder Jura und wo man dann zusammensitzt und eben schaut, okay, was haben eigentlich diese ganzen Maßnahmen, Staatstrojaner oder Vorratsdatenspeicherung und so weiter, was haben die eigentlich für Einflüsse auf die Gesellschaft? Und ich fand halt total angenehm, dass irgendwie, was die Jungs und Mädels da geschaffen haben, es war so eine Stimmung, dass niemand sich irgendwie schämen musste, irgendwas zu fragen, weil es ja Themen sind, mit denen man sich nicht automatisch die ganze Zeit beschäftigt. Und bin ich dann da geblieben. Also es war die erste Orga, zu der ich gekommen bin und ich da bin ich einfach geblieben, weil es da sehr nett war. Und genau, so ging es mir dabei. Also in eurem Twitter-Bio heißt es Aktionen und Partys für mehr Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Ja. Jetzt bin ich ja gespannt. Was für Aktionen und was für Partys habe ich verpasst? Größere Darkrooms als bei unseren Partys. wie macht man eine Party für mehr Datenschutz? Ja. Nicht also, auf Facebook announcen. Ja, das ist schwierig. Wir wollen raus aus der Zielgruppe. Genau. Ja, also wir sind zum Beispiel, wir sind ganz, ganz bewusst auf Facebook und wir sind auch gerade dabei, uns einen Instagram-Account zuzulegen. So schrecklich wir das alles finden. Aber noch viel wichtiger finden wir halt irgendwie da, wo die Menschen sind, irgendwie diese Sachen hinzutragen, irgendwie das zu erklären. Ja, wo die Old Farts halt auch sich nicht mehr hinbewegen, weil ihnen das irgendwie das nicht mehr ihr Ding ist. Stimmt ja jetzt auch nicht, dass wir die einzigen jungen Leute sind, die sich für Datenschutz interessieren. Ja, genau. Das wollte ich damit ja auch nicht sagen. Ich sage ja nur, also ich tummel mich nicht auf Facebook. Ich habe da zwar so einen Proxy-Account quasi, so, den ich so benutze, damit ich da mal reingucken kann, wie es da so aussieht und dann mache ich das wieder zu. Aber benutzen tue ich das für gar nichts. Genau, also um kurz zu erklären, Partys und Datenschutz. Wir haben das tatsächlich auch mal ausprobiert. Irgendwie, wir hatten ein Open Air hinter unserer Uni, wo es dann so eine Workshop-Ecke gab und dann gab es so eine Aktion, dass du, wenn du eine verschlüsselte Mail an die Bar schickst, kriegst du Freibier und so. Das ist mal eine Krypto-Party, die ihr da Das wollen die jetzt hier auch haben. Das wird teuer. es stellte sich dann aber heraus, dass so Partyvölkchen spätestens ab einem gewissen Beschallert-Zustand... Spätestens nach der dritten verschlüsselten Mail. Ja, genau. Schon dann doch eher interessierter an der Musik waren als an unseren super tollen Workshop-Tischen. Und wir hatten dann auch Transpis aufgehängt und so dekoriert mit so selbst gebastelten Überwachungskameras. Und wir machen immer noch Partys, weil viele von uns... Also, es liegt uns irgendwie. Aber...
ich habe mittlerweile so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, mit Partys jetzt politisch irgendwie großartig irgendwie Menschen was beibringen zu können, so, sondern... Beibringen, ja. Ja, also ne, ich finde, so, man darf nicht so einen edukatorischen Ansatz haben bei Partys, so, sondern viele Menschen werden da dann trotzdem hingehen, einfach weil sie Bock haben auf geile Musik. Und das finde ich auch okay. Ja, der Stil kommt nicht, ne? Ich habe auch immer versucht, den Leuten zu erklären, sie müssten anders tanzen, das kam auch überhaupt nicht rein. Tanz doch mal anders. Das ist schon ganz gut. Aber probieren wir das. Okay, und was für Aktionen bleiben dann noch, wenn die Partys wegfallen? Fotoaktionen zum Beispiel. Foto. Also, was wir uns dann manchmal überlegen, zum Beispiel, was jetzt total aktuell in unserem Kontext war in Berlin, wo wir sind, war die Gesichtserkennung am Südkreuz. Und dann haben wir uns lange überlegt, okay, wie können wir eigentlich diese Problematik, was bedeutet eigentlich intelligente Videoüberwachung, wenn sie ausgeweitet werden soll auf ganz Deutschland, was bedeutet das eigentlich? Und dann haben wir halt lange überlegt, wie wir das so bildlich darstellen können und haben uns dann irgendwie beklebt und haben unseren riesigen selbstgebastelten Kamerakopf und unseren selber ausgehöhlten Monitor, den wir irgendwie davor die ganze Stadt geschleppt haben, der irre schwer war, weil da noch so lauter Scheiß drin war, den wir dann rausgetan haben. Und haben uns diese Sachen aufgesetzt und sind da irgendwie hingefahren ans Südkreuz und haben geschaut, okay, wie können wir diese Datenverarbeitung irgendwie darstellen mit dieser Kamera und diesem Monitor und den beklebten Leuten, die irgendwie demonstrieren. Und die Beklebung war so ein Skelett, dass man quasi durchgescannt wird. Mhm. Und haben uns dann eben überlegt, mit den verschiedenen Leuten, die da eben sitzen und die ganz verschiedene Inputs haben und ganz verschiedene visuelle Ideen auch, wie wir das am besten machen. Und das war jetzt zum Beispiel eine unserer letzten Aktionen, unserer Fotoaktionen. Und wie ist das angekommen? Auf netzpolitik.org. Nee, ich meine bei den Leuten vor Ort, so am Südkreuz. Ja, genau, also da sind Leute gekommen, auch es kommen eigentlich immer Leute, auch als wir unser riesen Keine-Upload-Filter-Banner vor der CDU-Zentrale aufgestellt haben, kommen Leute und dann fängt man an zu reden. Und also erstaunlich viel Gutes. Also erstaunlich viel, dass die Leute kommen, ja, super, dass ihr das macht, finde ich auch kacke. Hast du das Gefühl, dass dass das jetzt Leute sind, die dadurch irgendwie so einen finalen Kick bekommen oder sich in dem Moment einfach nur kurz erleichtern, weil sie sich selber nicht trauen oder zu wenig Mut haben und dann aber vielleicht auch nichts ändern? Also ist ja immer so eine Frage der Wahrnehmung. Naja, ich hoffe halt, dass wir irgendwie das Thema ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit pushen können dadurch. Das ist ja auch irgendwie das erklärte Ziel. Da habt ihr euch ja noch was anderes ausgedacht. Und zwar, jetzt rede ich mal ganz konkret von euch beiden, weil ihr habt eine Band gegründet. Ja. Also ihr seid die Band, ja, du, Sophia und Viktor. Und ihr nennt euch, sehr schön, Systemabsturz. Welches System wollt ihr denn zum Absturz bringen und wie Keins. Geht ihr denn davor? Unklar. Also, das klingt jetzt vielleicht böser, als es ist. Wir sind trotzdem sehr demokratieüberzeugt und so und wir wollen keine Systeme zum Absturz. Das ist ja ein Absturz, ist ja kein Sturz. Ja, genau. Wir wollen, das ist sowieso sehr wichtig. Wir haben tatsächlich so, am Anfang war unser Gag, dass wir aus Datenschutzgründen immer unter anderem Namen gespielt haben. Und dann einfach so vor jedem Auftritt unseren neuen Namen überlegt haben. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass... Kenne ich auch so einen Typen, der das gerne macht. Habt ihr aber gemerkt, dass er damit nicht berühmt wird. Genau. Irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, Mensch, das ist doch ganz schön kompliziert. Und es war eigentlich erst jetzt für so irgendwie, hey, können wir beim Camp spielen und hey, können wir bei der Netzpolitik-Konferenz Afterparty spielen, dass wir uns überlegt haben, oh, das ist vielleicht doch ganz praktisch, wenn irgendwie der gleiche Name so zweimal auftaucht. Wir wissen immer noch nicht, ich glaube, aktuell ist es einfach Systemabsturz. Ich glaube, so Namensänderungs- und Pseudonyme behalten wir uns auf jeden Fall vor. Aber und das kam dann irgendwann mal, war einfach einer von vielen Namen. Dass euch dann damit gelingt es euch jetzt wieder die Inhalte in die Party zurückzubringen. Ja, also mehr so, ich weiß nicht, ob wir die reine Partymusik sind. Und wie gesagt, wir sind ja noch relativ, wir machen das ja noch nicht lange, wir sind da relativ frisch mit. Im Idealfall schaffen wir es damit natürlich irgendwie Dinge zu kommunizieren an Menschen, die uns sonst nicht zugehört hätten.
Aber das ist bis jetzt auch noch nicht groß passiert, ne? Also quasi, naja, okay, also am Anfang haben wir auch versucht, Liebeslieder zu schreiben, aber es hat auch einfach nicht so gut geklappt. Ja, und wir haben dann auch gemerkt, okay, Datenschutz liegt uns ein bisschen mehr. Wir haben uns schon mehr Gedanken dazu gemacht. Datenschutz statt Verfügung. Ja, ihr macht. I love you, but I've chosen Datenschutz. Verstanden. Dementsprechend heißt das Genre, was ihr jetzt vertritt, Datenschutz Elektropunk. Das finde ich ja irgendwie auch mal ganz klare Ansage. Ich muss sagen, ich hatte so beim Anhören totale Flashbacks, weil da einfach eine ganze Menge so von den 80er Jahren wieder auf mich zugeflogen kam. Wir sind da vorhin auch noch mal so ein bisschen durch den Zeitstrahl gereist. Hier werden die Parallelen durchaus aufgefallen sein. Und ich finde das ja gut, weil ehrlich gesagt, dieses Camp und überhaupt die ganze Szene hat ja wirklich eine ganze Menge Kram hervorgebracht. Man läuft hier irgendwie um jede Ecke und irgendwie alles wird gebastelt, alles wird gemacht, wird getan. Aber so Musik, mal ehrlich, also abgesehen davon, dass wir uns hier immer so ein bisschen mit dem Techno anrauschen, ist sozusagen originär jetzt aus dem Umfeld heraus ist noch sehr überschaubar, sage ich mal, das Angebot. Ne? Wir haben ja immer wieder ein paar schöne Clips und spielen immer alles gerne, was prima passt. Aber ich denke, das ist auch ein Zeichen einer Weiterentwicklung, weil ich meine, welche Revolution kommt ohne ihre eigene Musik aus? Ja, also insofern finde ich das schon mal ganz gut. Dann wären wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, dass die beiden spielen können, oder? Genau, weil wir werden nämlich auch diese Sendung mit einem Bonustrack enden und haben die beiden gebeten, ein Stück aus ihrem Repertoire zu spielen. Wenn ihr dann Lust auf mehr habt, dann habt ihr die Gelegenheit, heute Abend um 22.30 Uhr, ja, in etwa, also wie das so ist mit den Terminen auf dem Camp, hinten im Geraffel-Village, da gibt es dann im Geraffel-Village gibt es dann die volle Packung, aber ich glaube, ihr seid morgen. Da wird das dann nicht ganz hier, so oder? Leise sein. Nö, leise ist es ja auch nicht geplant, ne? Morgen genau. Um 21.30 Uhr hier. Genau, ihr braucht noch ein bisschen Platz hier. Und im Geraffel jetzt heute um 22 Uhr. Soll ich euch noch ein bisschen 30. Platz machen? Und reicht das? Wollen wir noch ganz schnell Termine machen? Ja, mach mal Termine. Bevor du jetzt hier wieder eine Viertelstunde umbaust. Ich baue nicht um, ich räume nur ab. Ach so. Ja. Sprich, ich höre dich, ich bin voll du dabei. Du musst die Terminmelodie kurz machen. Ach so. Oder kannst du die kurz spielen, Victor? Nee. Ich kann das schon machen hier irgendwie. Das ist kein Problem, ne? Wenn das hier überhaupt auf die Lautsprecher kommt gerade. Ja, komm. Warum ich nie eine Band gegründet habe. Jetzt. Ich habe allergische Schwierigkeiten. Am Freitag, dem 23.08. 23 Uhr gibt es in der Chemistry Lounge Dschunkelmusik. Am Samstag, den um 20.45 Uhr. Habe ich was falsch gemacht? Ja, das ist völlig okay. Nee. Kennt ja keiner. Samstag um 20.45 Uhr gibt es hier auf dieser Bühne die Freakshow. Im Anschluss hier auf dieser Bühne gibt es Dschunkelmusik. Wer hätte damit rechnen können? Eure beiden Termine waren heute um 20.30 Uhr im 22.30 Uhr im Geraffel und morgen um 21.30 Uhr hier. Und die Django Girls machen am 5. Oktober einen Programmierworkshop für Einsteigerinnen mit Python und Django für Frauen und for free in Berlin. Der Ort wird noch bekannt gegeben, aber der Anmeldeschluss ist der 18.09. Das heißt, da solltet ihr euch zeitnah anmelden. Wenn ihr erste Schritte in Python machen wollt, könnt ihr das nämlich auch mit dem Cardio-Badge machen. Das ist hier der perfekte Einstieg. Und dann geht es direkt weiter mit Django und dann ist das Startup auch schon das nächste große Ding. Das waren die Termine. Super. Dann wolltest du noch Danke sagen? Dann wollte ich noch Danke sagen. Und zwar Danke sage ich an Michael, Dennis, Christian und Dr. No und alle, die heute hier waren und das Three-Headed Monkey Village. Hallo. Oh, schön. Hallo. Und damit... ich glaube, der Tisch muss da weg. Genau. Damit sagen wir jetzt Tschüss. Das war's mit Logbuch Netzpolitik. Vielen Dank fürs Kommen. Und jetzt gibt's noch Systemabsturz. Tschüss. Okay.
Wollt ihr sitzen? Wollt ihr stehen? Ja, steht mal auf, kommt mal, genau, bitte. Das ist ganz schrecklich vor sitzenden Menschen. Genau. Warte, ja, ganz langsam mit dem Playback. Kannst du nochmal... Dankeschön. Wir müssen ja noch so grundlegende Sachen klären. Danke. Ach so, genau, okay. Wenn ich sag, ihr wart mal 3 Tage wach. Nee, nochmal. Ihr wart mal 3 Tage wach. Nicht Kontrolle, verdächtig. Auf deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig. So, und jetzt alle. Du warst mal 3 Tage wach. Verdächtig. Auf deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig. Sehr gut. Kommt ruhig noch ein bisschen, also hier ist ja ganz viel Platz. Der schreit ja gerade dazu danach, dass sich hier irgendwie euch hinstellt. Genau so macht man das bei Konzerten. Super. Danke. Mit 4 Leuten Sex. Verdächtig. Und schickst das Video deinem Ex. Verdächtig. Ihr seid alle nicht normal. Verdächtig. Ihr seid alle radikal. Fahr den, nimm die Kette hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Stadttrojaner ein. Weg die Exit aus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den, nimm die Kette hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Stadttrojaner ein. Weg die Exit aus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Manchmal heimlich. Verdächtig. Du bist depressiv. Verdächtig. Deine Zweifel sitzen tief. Verdächtig. Du pinkelst immer nur im Stehen. Verdächtig. Du lässt dich von Netflix gehen. Verdächtig. Alle deine Freunde Kiffer. Verdächtig. Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Stadttrojaner ein. Weg die Exit-Note bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Stadttrojaner ein. Weg die Exit-Note bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Verdächtig. Spielst in einer schlechten Band. Verdächtig. Deine Freunde nutzen Tor. Verdächtig. Die haben sicher Böses vor. Verdächtig. 20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig. Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig. Dieser Portscan hier. Verdächtig. Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Stadttrojaner ein. Weg die Exit-Note bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Stadttrojaner ein. Weg die Exit-Note bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Stadttrojaner ein. Weg die Exit-Note bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Verdächtig! Systemabsturz! Einen großen Applaus! Fantastisch! Ja. Ja.
Da drüben ist noch ein, so ein Song, der heißt Staatstrojaner. Ja. Aber nur einen. Genau, was wir, bevor wir es dann verpeilen, was wir vielleicht noch sagen können. Ah, das haben wir schon. Genau, also wenn euch unsere Musik gefällt, könnt ihr einfach mitkommen und in nicht so langer Zeit im Geraffelcamp spielen wir doch mehr Lieder als nur zwei. Ja, liebe Technik, ich weiß, das war jetzt nicht vorbereitet. Kriegst du das hin? Kriegst du hin? Geil, ja, danke. Gib uns. Mit meinem Staatstrojaner. Ich wohne zusammen. Mit meinem Staatstrojaner. Ich masturbiere. Vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe. Mein Staatstrojaner. Ich fahre in Urlaub. Mit meinem Staatstrojaner. Ich wohne zusammen. Mit meinem Staatstrojaner. Ich masturbiere. Vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe. Mein Staatstrojaner. Er ist mein allerbester Freund. Und er ist mir immer treu. Bevor ich meinen Besten sag. Weiß er, was ich gerade mag. Er kennt alle meine Lieder. Ja, er hört sie immer wieder. Er ist immer vor mir wach und holt mich sachte aus dem Schlaf. Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero-Day, Exploit, Update, Backdoor. Ich fahr in Urlaub mit meinem Staatstrojaner. Ich wohne zusammen mit meinem Staatstrojaner. Ich masturbiere vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe mein Staatstrojaner, ich fahr in Urlaub mit meinem Staatstrojaner. Ich wohne zusammen mit meinem Staatstrojaner. Ich masturbiere vor meinem Staatstrojaner. Ich liebe meinen Staatstrojaner. Nein, ich merkte, ich verdutzt. Ihm ist da was rausgerutscht. Ist nicht schlimm, waren ja nur alle meine Chatprotokolle. Aber dann noch meine Fotos. Langsam fühlte ich mich hilflos. Unsere Beziehung, die war aus. Nach meinem Browserverlauf. Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day, Exploit, Update, Backdoor. Ich brauche Urlaub vor meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand vor meinem Staatstrojaner. Ich lösche meinen Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an ohne Staatstrojaner. Ich brauche Urlaub von meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand mit meinem Staatstrojaner. Ich lösche mein Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an ohne Staatstrojaner. Ich brauche Urlaub von meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand von meinem Staatstrojaner. Ich lösche mein Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an ohne Staatstrojaner. Ich brauche Urlaub Abstand von meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand von meinem Staatstrojaner. Ich lösche mein Staatstrojaner. Es fühlt sich gut an ohne Staatstrojaner. Dankeschön. Systemabsturz! Danke! Ihr findet sie im Garaffel-Village.